whisky.de. Treffpunkt feiner Geister. Herzlich willkommen bei whisky.de, dem Treffpunkt feiner Geister. Und heute drehe ich ein Video, ja, das dritte Mal schon. Ja, ist Zeit, dass ich das nochmal mache. Und zwar den Ablauer 15 Jahre Select Cars Reserve. Und den Link auf das alte Video finden Sie hier. Es gab einen Vorläufer zu dieser Flasche. Und zwar hieß die Cuvée Marie Décosse. Also Cuvée für ja, Ausprägung einer Abfüllung. Marie Décosse war Maria Stuart. Und Maria Stuart war Katholikin, schottische Königin und wurde nachher von Elizabeth I. beheaded, glaube ich. Aberlour ist zwar in den Highlands gelegen, gehört aber den Franzosen, einem französischen Konzern Pernod Ricard. Und vielleicht haben sie deshalb dann ihre katholische Königin von Schottland auf dem Etikett verewigt. Aber das hat man dann weggenommen und hat einfach diesen 15-jährigen Select Cask Reserve daraus gemacht. Nun gut, 43 Volumenprozent, also 3 mehr als die Standardabfüllung von Aberlour, 0,7 Liter, preislich knapp über den 40 angeordnet, zumindest mal jetzt im Frühjahr oder sagen wir mal im Winter 2017. Ja, was ist dazu zu sagen? Die 15-jährige Flasche fügt sich in einen Potpourri von Abfüllungen von Aberlour ein. Früher gab es einen 10-jährigen und einen, ich glaube, 22-jährigen und Schluss. Was anderes gab es von Aberlour nicht. Mittlerweile hat man zwei 12-jährige dazu gepackt, einen 16-jährigen, einen 18-jährigen. Also ist eine Fülle von Abfüllungen dazugekommen, die ja eigentlich alle eine tolle Bereicherung sind. Mir hat immer der 15-jährige Select Cask Reserve oder der Marie Décosse am besten von allen diesen Flaschen geschmeckt, sodass diese Flasche, ja, sagen wir mal, aus meiner Sicht auch mit Abstand das beste Preis-Leistungs-Verhältnis hatte. Und deshalb hatten wir auch im The Whisky Club, dem Club von whisky.de, diese 15-jährige Flasche auch mal als Clubflasche. Ist aber schon lange her. So, dieser 15-jährige ist jetzt als Besonderheit nachgereift. Und das war ein Fehler im alten Video, was wir dann versucht haben, mit einer Anmerkung auf dem Video da zu korrigieren und so. Und das ist der Hauptgrund, warum ich das jetzt erkläre. Denn dies ist ein nachgereifter. Dieser Whisky hat 14 Jahre in Bourbon- und Sherryfässern gereift. Also wahrscheinlich Refill, Bourbon- und Refill-Sherryfässern gereift. Und anschließend wurde er für noch ein Jahr in frische Oloroso-Sherry-Fässer umgefüllt, um dort nochmal jetzt richtig Frucht und die ersten ja, Aromen von frischer Eiche aufzunehmen. So, der natürliche Prozess der Reife transformiert diesen Aberlour in einen reichen und vielschichtigen, so multilayered, vielschichtigen Whisky. Jedes Fass reift individuell, langsam entwickelt sich der abgerundete Charakter des Whiskys durch die Interaktion mit dem Holz und der Umwelt. Ja, Fässer atmen. Die Craftsmans, die Handwerker bei Aberlour müssen also auf ihre Sinne und ihr Wissen sich verlassen, damit also die richtigen Fässer für die Abfüllung ausgewählt werden. Jedes Fass muss carefully, also wirklich besonders gecheckt werden. Ja, dabei wird die Farbe, die Nase und die Reife des wertvollen Whiskys kontrolliert. Da schreibe ich sowas rein, da ist nichts Verkehrtes bei. So, und hinten ist dann der Geschmack oder erstmal Farbe, gehört zum Geschmack immer dazu. Das Auge ist, er genießt mit. Und da ist es jetzt Golden Amber, also goldenes Bernstein. Boah, also für mich ist das schon mehr als goldener Bernstein, das ist dunkler Bernstein. In der Nase reicher Malz mit Aromen von Karamell und Honig. Im Geschmack, ja, den Mund belegend und abgerundet mit Vanillenoten, im Abgang lang und intensiv mit einem Anklang von Kokosnuss
und wärmenden Gewürzen. Die Kokosnuss stammt immer von den, oder meist von den Ex-Bourbon-Fässern, die zur Reifung verwendet wurden. Die Flasche von Abelauer gefällt mir also super, weil sie so schön bauchig ist und die Farbe toll zeigt. Das Etikett ist also nicht so hoch und voll, sondern hält sie ein Stück weit zurück. Gefällt mir ganz gut. Ja. Und da sind nicht solche knalligen Farben oder so drauf, sondern das ist Gerste hier drauf. Ne? Die Schrift ist golden, beziehungsweise ein bisschen kupfern, wie die Brennblasen. Ne? Oben ein Holz drauf, und dunkel. Also das ist alles das, was mich persönlich relativ gut anspricht. Ja, fruchtig. Wir haben es also hier jetzt nicht mit einem Double Cask, wie zum Beispiel im 12- oder im 16-Jährigen zu tun, oder im 12-Jährigen, wo also zwei lang gereifte Whiskys miteinander vermählt werden, die einen aus Sherryfässern und die anderen aus Ex-Bourbon- und Refill-Fässern, sondern wir haben es hier jetzt mit einer Nachreifung zu tun. Das bedeutet, dass wir vermutlich im Nachreifungsprozess, der vermutlich um ein Jahr, der sich um ein Jahr handelt, vor allem die Frucht aus diesen europäischen First Fill Sherry Fässern bekommen. Und die anderen Fässer reifen jetzt nicht so intensiv, dass wir ja jetzt diese intensive Eiche, die den Sherryfass gereiften Whiskys so anhängt, dass wir die nicht haben. Der sollte also deutlich süffiger sein, so habe ich ihn zumindest mal in Erinnerung, weil er halt nicht so lange in diesen intensiven Eichenfässern gelegen hat. Wobei, er hat wohl die ersten 14 Jahre in Bourbon- und Sherryfässern gelegen, wobei die Sherryfässer Refill waren. Und da muss man jetzt mal gucken, wie viel vom Eichenaroma und wie viel von vielleicht Bitterkeit, Schokolade damit übergegangen ist. Deutliches Malz. Viel Sherry, Vanille kommt durch, Karamell kommt durch, hat auch eine leicht süßliche Komponente, wobei der Sherry kein Pedro Ximénez ist, nicht so süßer, bappiger, trätschiger Pedro Ximénez, sondern fruchtiger Oloroso, der aber jetzt nicht so trockenfruchtig wie ein Fino zum Beispiel ist, sondern schon Assoziationen von Süße bringt. Ja, 15 Jahre geben schon in der Nase Mordskomplexität über die verschiedensten Aromen, die man da finden kann. Vanille finde ich meistens, indem ich den Abstand des Glases zur Nase ja, richtig einstelle. Dann kommt sie durch und wird nicht durch andere Aromen überdeckt. Mhm. Gegenüber dem 40-prozentigen 12-jährigen Double Cask bringen die 43 Volumenprozente einen deutlichen Druck. Und, würzige Eiche kommt da drauf, die hier in dieser Geschmacksbeschreibung nun überhaupt nicht dabei ist. Mouth coating and rounded with vanilla notes. Das klingt ja wohl weicher, ne? Nee, hier ist richtig Eiche drin. Würzigkeit der Eiche, aber keine Bitterkeit, weil es halt nur die Nachreifung ist, ne? Jo, gut. Jetzt ganz zarter Kakao im Abgang. Ja, etwas trockener werdend. Oh. Ja, kein Wunder, dass wir den damals mal für den Whisky Club ausgesucht hatten von uns. Ein wirklich komplexer, wohliger Whisky, der ja dem fortgeschrittenen Genießer, ja, auch die Kraft zeigt, die man im Malt Whisky erwartet. Und nicht der Anfänger, der sagt, oh, da darf nichts brennen und das muss mild und fließend und so. Dann bitte 40%, hier mit 43 ein Tick mehr. Und ja, die Würzigkeit von den Sherryfässern. Es waren wohl bei den 14 Jahren Reifung schon auch Sherryfässer dabei, zwar Refill, aber bringen dann immer noch die Würzigkeit von den Tanninen von der europäischen Eiche.
Ja, er ist nicht so süß wie der 16- oder der 18-Jährige, aber er ist komplex, voll, fruchtig, toll ausbalanciert. Und jetzt so langsam beginnt sich tatsächlich Mouthcoating, also das Aroma gesamt im Mund zu verteilen. Und glücklicherweise ist das heute der letzte. Und danach wäre es dann vermutlich ein bisschen schwieriger, jetzt noch einen anderen Whisky hier differenziert zu unterscheiden, weil der halt die Geschmacksknospen belegt. Jo. Ja, und den Rest, den können wir jetzt auch aus der letzte. Genau, jetzt runtergewirkt. Das war es nicht wert, den hätte ich länger. Naja, gut, ich wollte ihn den Abspann jetzt bringen. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Schauen Sie im Shopsystem nach. Eigentlich ist er immer da. Und aus meiner persönlichen Sicht ist das für mich der beste Aberlauer im Preis unter 70. Ja, so ungefähr. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.